Engelbert, Sie sind Vorstand eines der größten Immobilienverbände in Deutschland. Momentan sprechen viele, auch die Medien, über die sogenannte Immobilienblase. Jetzt die Frage an Sie als Experten, ist sie real? Ja, die Frage ist sicherlich berechtigt, denn wir haben im Moment sehr viel Presse, sehr viele Informationen draußen, wo dieses Thema hochgespielt wird. Ich sehe es tatsächlich etwas anders. Ich sehe keine Immobilienblase in Deutschland. Wir haben sicherlich regional in den Hotspots einige, vielleicht auch überhitzte Immobilienmärkte, aber insgesamt in der großen Fläche in Deutschland haben wir doch Situationen, die sind ganz normal. Und wenn ich mal die größte Stadt in Deutschland nehme, zum Beispiel eben Ruhrstadt mit über 5 Millionen Einwohner, dort können Sie immer noch Immobilien erwerben für unter 1.000 Euro pro Quadratmeter. Und ich glaube nicht, dass man da von überhitzten Märkten oder von Immobilienblasen sprechen kann. Man verallgemeinert ja auch den Begriff Immobilie immer sehr stark. Gibt es da nicht mittlerweile auch wirklich ein großes Potenzial zur Unterscheidung? Nun ja, es gibt natürlich die Bereiche, wo man sagt, wir haben sehr interessante Immobilienmärkte, auch noch in den überhitzten Bereichen. Sprich, wir haben Studentenapartments, wir haben Hotelimmobilien und ähnliche Dinge. Der Pflegeimmobilienbereich, der weiter ausgebaut werden muss, wo ein riesiger Bedarf noch vorhanden ist und der noch lange, lange nicht gedeckt ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal einfach nur den allgemeinen Markt sehen. Wir haben eine Situation, Deutschland liegt sehr, ich sag mal, zentral in Europa und ist wirtschaftlich so gut aufgestellt. Wir werden auch in den nächsten 10 und 20 Jahren ein Einwanderungsland bleiben. Man hat uns prognostiziert, dass wir auf 60 Millionen herabschrumpfen. Tatsächlich sind wir jetzt auf 83 Millionen angewachsen. Das, denke ich, wird auch weiter so gehen. Und es werden sicherlich noch ganz, ganz viele Menschen nach Deutschland, nach Europa einwandern. Und das wird die Märkte noch mal weiter nach oben treiben. Gibt es denn aktuell einen tatsächlichen Bedarf, zum Beispiel an neu gebauten Immobilien? Ja, mit Sicherheit. Denn wir haben also im Moment, um den Bedarf zu decken, sprechen wir davon, dass jedes Jahr zwischen 400.000 und 500.000 Immobilien neu gebaut werden müssten, insbesondere auch im sozialen Wohnungsbau, wo viel zu wenig passiert. Und das sind natürlich Märkte, die wir im Moment oder Zahlen, die wir nicht erreichen. Es werden vielleicht 200.000, 300.000 gebaut und anstatt, dass sich die Situation entschärft, wird sie eigentlich immer noch weiter zugespitzt. Das sind natürlich auch alles Themen, die wir auf der Deutschen Immobilienmesse ganz klar in den Fokus setzen, auch für Investoren, weil wir dort ja speziell auch Kongresse veranstalten, einen Immobilieninvestmentkongress, wo dies alles natürlich auch ein Thema ist. Die ist in Dortmund? Die ist in Dortmund in den Westfalenhallen und sie findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt und hat sich hier mittlerweile als Leitmesse für die mittelständische Immobilienwirtschaft KMU oder den wohnwirtschaftlichen Bereich etabliert. Wie geht's in der Immobilienwirtschaft? Nun, ich glaube, die Immobilienwirtschaft kann nicht wirklich jammern. Oder wenn, dann jammert sie auf relativ hohem Niveau. Aber in den Märkten, wo einfach gezielt immer eine höhere Nachfrage ist, als es im Markt wirklich abzudecken ist, denke ich, geht es der Wirtschaft insgesamt recht gut. Vielen Dank, Engelbert. Danke.